So, liebe LS-Freunde, und da sind wir mal wieder bei einem neuen Video auf dem Kanal LS-Profis. Ja, wie ihr seht, heute wieder nicht der Landwirtschaftssimulator, sondern wieder mal Spin Tires. Ja, in der letzten Folge war alles so ein bisschen verpeilt. Ich habe jetzt auch verstanden, dass man, wenn man den Hardcore-Modus wählt, einfach nur keine Differentialsperre hat, außer wenn man die Schaltung dings. Ja, gut. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach nochmal ein neues Spiel an. Und zwar, wir spielen wieder die Küste. Und nimm diesmal den einfachen Modus und start das einfach mal. Ja, wir wollen den überschreiten. Vielleicht bin ich ja diesmal nicht ganz so blöd. So, wir haben an Fahrzeugen diese beiden wunderbaren Dinger. Ich habe jetzt keine Mods mit drin. Ne? Mehr. Nebenbei zur Info. So. Und da sind wir auch schon. Wir wollen gleich mal hier rüber cruisen. Aber dass mein Jeep das hier mitmacht. Ja, erstmal Allrad rein. Und wenn wir schon mal dabei sind, können wir auch schon mal nebenbei gerade den Dachkoffer montieren. So, Licht können wir auch mal anstellen. Denn der Dachkoffer bringt uns Reparaturpunkte und die können wir gebrauchen. So, da haben wir noch schon. Und jetzt geht das los. Oh Gott. Wir fahren hier mitten in der Nacht los. Das ist auch nicht ganz so gut. Sagen wir mal. Müssen wir gleich eine Differentialsperre mal reindrücken. Damit wir hier überhaupt mit unserem komischen Jeep hier den leider ist ein Baum, den Berg irgendwie hochkommen. Nein, nie runterrollen, bitte nicht. Auf geht's, Jeep, auf geht's. Ja. Ja, während ich hier dann mal so ein bisschen durch gefährliche Gewässer fahre, könnte ich noch mal erzählen. Und zwar jetzt, meine Mikroqualität ist ja im Moment nicht die beste, muss ich sagen, gestehe ich ja. Da ich auch nicht unbedingt jetzt das leistungsstärkste und beste Mikro habe. Aber ich habe vor mir ein neues Mikro zu besorgen. Das ist doch ganz toll, ne? Das heißt dann ein richtig gutes Mikro. Und ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall auf eine bessere Tonqualität freuen, einen besseren Sound und. Jetzt hat man ja auch immer noch so ein bisschen dieses, ich sag mal, von meinem Atem. Dieses kennt ihr ja, dieses Pustegeräusch, dieses, ja, kennt ihr halt. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist dann natürlich auch alles nicht mehr, durch diesen Schutz davor, und das wollte ich mir dann halt noch besorgen. Ja, so viel zum schon mal dazu. Denn ich habe ja, ich nehme ja jetzt im Moment, ich habe ja nicht mal ein Standmikro, ich habe jetzt ja nur ein Headset. Und das ist halt, oh shit. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Und das Headset, das hat halt nicht die beste Qualität. Das hat auch schon ein bisschen Gebrauchsspuren, schon ein bisschen älter und ja. So, wir werden jetzt erstmal diese erste Verdeckung hier freischalten, damit wir, habe ich ja im letzten Part schon erzählt, damit wir mehr von der Karte sehen. Wer den nicht geguckt hat, schaut ihn euch an. So. Wobei, eigentlich braucht ihr euch nicht anschauen, denn eigentlich wäre das jetzt hier mehr oder weniger der erste Part. So, wo ist denn jetzt die Verdeckung? Ah, da ist sie doch. Ich sehe sie doch, ich sehe sie doch. Da. So schaut. Hohala, leck. So schaut das aus, wenn ich jetzt in die Verdeckung reinfahre und ich vorher stecken bleibe. Natürlich nicht so günstig, ne? So, freigeschaltet. Jetzt haben wir hier. Toll. Kleinen Teil freigeschaltet. Wir fahren direkt einfach zur nächsten Verdeckung. Denn in dieser Folge habe ich mal vor, wenigstens etwas zu schaffen. In der letzten Folge, die war ja hier wieder richtig toll. Ja. Deswegen jetzt hier Vollgas durchs Gelände und hoffen, dass mein Jeep das nicht so lange mitmacht und nicht schon kaputt geht.
Was ja schon fast ist. Fast auch nicht, aber. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das überhaupt wollt, dass ich weiter Sprint heißt Let's Play oder nicht. Weil ich habe halt noch nicht so wirklich jetzt angefangen, aber ihr könnt natürlich mal schreiben, gefällt euch das oder nicht. Oder einfach eine Bewertung da lassen. Dann weiß ich schon, ja, ist gut oder ist halt nicht so gut. Denn das wäre eigentlich ganz gut. Gucken, es werden bestimmt in der nächsten Zeit auch noch mehr Videos kommen auf unserem Kanal. Da ist noch so ein paar Sachen im Gange. Minecraft ist jetzt ja schon gekommen. Das ist ja jetzt ja keine Besonderheit mehr. Aber da kommen noch andere Spiele. Das verspreche ich euch. Minecraft ist nicht das einzige Let's Printer als andere Spiel außer LS. Natürlich kommen weiterhin jeden zweiten Tag die Let's Test. Das wird bis LS15 auch so weitergehen, haben wir ja gesagt. Werden wir auch so machen. Wir sind ja immer noch ein LS-Kanal hauptsächlich. Werden aber auch immer und immer mehr andere Videos bringen, aber trotzdem weiter LS. Nicht, dass ihr jetzt hier denkt, oh ne, die machen keine LS mehr, die sind blöd, die abonniere ich nicht. Oder disabonniere ich oder was auch immer. So ist das nicht. Oder schaut mir hier gerade so ein bisschen nach einem kleinen Clipper aus, oder was ist das? Ah, ne, ich gebe mir ein bisschen Stau. So, und jetzt kommt sie nämlich. Sollte ich hier rüberfahren, oder ist das jetzt... Mein Gott, diese Spin-Teil-Sicht, die ist echt ein bisschen anstrengend. Hier ist natürlich jetzt eine Strömung drin, aber das ist ein Fluss. Ich glaube, den muss ich hier überqueren. Bitte. Das ist mein einziges Fahrzeug mit dem anderen. Nicht absaugen. Nein, komm, Baby. Komm, Baby. Komm, nein. Und das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Leute, das ist jetzt nicht so geil. Jetzt haben wir die Kacke am Dampfen. Jetzt stehen wir hier nämlich. Kann man irgendwo mit einer Salve nicht festmachen? Schaut auch nicht so aus, als wenn hier ein Baum in der Nähe wäre. Ja. Dann muss ich jetzt wohl meinen anderen süßen... Warte mal, was ist denn für einer? Was soll das gesperrt? Vielleicht sollte ich den hier erstmal freischalten mit dem blauen. Fahre ich da jetzt hin und schalte den frei. Ja. Motor starten. Schalte den frei und dann fahre ich mit dem und rette den da aus dem Fluss mit dem großen Fahrzeug, denn das ist mit Sicherheit dieser... Ah, großer ist er auch nicht, aber das ist dieser mittlere Truck, schätze ich mal. Und... Ja, Ladefläche brauche ich auch nicht, was? Dann die Sattelpuppen drauf und dann... So, gut. So, da muss ich lang. Ja, und dieses... Ich mag das Ding nicht, denn das Ding hat nur Differentialsperre, aber kein Allrad. Das heißt, ich muss eigentlich durchgehend mit Differentialsperre fahren. Weil... Sonst kommt die Kiste überhaupt nicht voran. Und der Nachteil daran ist natürlich, dass Differentialsperre mega viel Sprit zieht. Das heißt, der Tank, der macht nicht ganz lange mit. Und im Übrigen fährt sich die Kiste auch noch ständig fest. Deswegen mag ich diesen Truck nicht. Ich habe schlechte Erinnerungen mit ihm. Wir haben einiges durchgestanden. Ja, auf einem anderen Spielstand, wo er mich dann ziemlich enttäuscht hat. Und ja. Jetzt mag ich ihn nicht mehr. Und der hat da auch vorne so schmale Reifen. Das ist, der sinkt so richtig schnell da ein. Das ist nicht so. Nicht so ganz so geil. Und ich habe schon wieder nicht geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Könnte wohl sein, dass der Part ein bisschen länger wird. Aber gut. Ich nehme einfach mal weiter. Boah, ist das nebelig hier in Spin Tires. Es geht ja wieder gar nicht. Schlechte Sicht.
Ja, du blöde Mann. Aber man muss ja einfach mal sagen, Splinter sieht mega, mega geil aus, oder? Ich finde das einfach, ist der beste, von der Grafik her mit der beste Simulator oder sogar der beste Simulator. Kann sich, der ist noch besser als der Euro Truck Simulator, finde ich, was die Grafik angeht. Weil, uhala, da bin ich kurz vorm Dings rot. Einfach alles so detailliert und die Bäume und wenn man auch gegen Äste fährt, dass sie sich wegbiegen, das sieht alles so mega nice aus. Also, das ist schon echt. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, welchen Simulator ihr am besten findet. Oder allgemein, welches Spiel findet ihr denn am besten? Welches sieht, hat die beste Grafik? Aber jetzt nicht diese Mega-Spiele mit diesen Mega-Grafiken. Ich meine schon eher so die Simulatoren und was das angeht. Denn die sind ja grafisch gesehen nicht immer die besten. Aber welcher ist denn so eurer Meinung nach der beste? Schreibt das auch mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ach Gott, das ist noch weit. Könnte natürlich auch einfach, wenn ich jetzt nicht da dumm wäre, würde ich einfach mein Fahrzeug zurück in die Werkstatt retten. Aber ich will das jetzt nicht in die Werkstatt retten. Ich versuche mal ohne in die Werkstatt zu retten zu spielen. Ich meine, dann könnte ich auch einfach den Hardcore-Modus nehmen. Dann habe ich allerdings keine Differentialsperren mehr. Nur in dem Schaltmodus. Was ich wiederum nicht ganz so toll finde. Ohne Differentialsperre läuft hier nicht ganz viel. Bei manchen Fahrzeugen. Hab da ja eben schon gesehen, als ich versucht habe, diesen Berg da hochzukommen. Das hat alles nicht so gut geklappt. So, da muss doch auch. Stimmt, hier sind wir. Das ist doch die Map, die wir letztes Mal gespielt haben. Wir sind wohl mit unserem Traktor auch lang gefahren. Das war das. Und da steht doch dieser Shield mit dem Kran. Ah ja, ich erinnere mich. Es ergibt alles einen Sinn. Stimmt, wir haben auf dieser Map gespielt. Liegt ja schon gar nicht mehr durch, weil ich habe jetzt lange nicht mehr Splinter Cell aufgenommen. Ja, halt das letzte Mal, als ihr es dann auch gesehen habt. Das war ja der Tag davor. So, und bam. Und ich habe gar nicht mehr im Kopf gehabt, wo ich was gespielt habe. So, wir wechseln mal das Fahrzeug. Gehen in den hier rein. Ja, ist ja toll, wenn ich das so. So. Ich hatte nämlich auch noch, kann ich nochmal so nebenbei sagen, ich habe jetzt Splinter Cell aufgenommen. Ersten Part, den habt ihr dann ja auch gesehen. Und im zweiten Part ist einfach alles schief gegangen. Mein komplettes Splinter Cell ist crashed. Als ich es dann wieder zum Laufen hatte. Ich weiß gar nicht wieso, irgendwie ist das mit Steam. Steam ist irgendwie abgestürzt oder so. Und dann, als ich dann mal wieder am Laufen hatte, dann fuhr mein Fahrzeug einfach nicht mehr. Der verdammte Traktor ist einfach nicht mehr gefahren. Ich habe alles möglich probiert, neu gestartet, Gänge geschaltet, nichts ging mehr. Die Kiste hat sich nicht mehr bewegt. Aber die Räder haben sich auch gar nicht mehr gedreht. Ich konnte einfach nichts mehr machen bei dem Ding. Splinter ist neu gestartet, nochmal versucht, ging nicht. Ja, dann habe ich erstmal neu installiert. Und jetzt funzelt das wieder. Und jetzt fahren wir mit einem geilen Truck. Das ist eigentlich mein Lieblingstruck von Splinter Cell, finde ich. Das ist eigentlich ganz nett. Fahren wir jetzt erstmal zu unserer Werkstatt, um unsere Sachen hier abzumontieren. Ich könnte den Hänger auch einfach da montieren, aber nicht den Kran. Ach, hier fahren wir erstmal zur Werkstatt. Ja, das geht in Splinter Cell auch immer sehr schnell voran, wie man hier sieht. Mit Höchstgeschwindigkeiten, aber es macht einfach trotzdem mega Bock, dieses Spiel. Ich kann es euch echt nur empfehlen, wenn ihr sowas mögt, allgemein Simulatoren und sowas. Ich finde die ja ganz cool. Allerdings auch nicht alle Simulatoren. Also, das muss man auch mal dazu sagen. Es gibt auch welche, die sind einfach nur scheiße. Um auf Deutsch zu sagen. Aber ich schätze mal, das ist auch Geschmackssache. So,
So, und wir fahren jetzt auch bis zur Werkstatt und dann war es das auch für diesen Part, schätze ich mal, denn ich glaube, ich bin auch schon wieder über die 15 Minuten wieder. Und umso länger dauert es auch hochzuladen und ihr wisst das ja. Nicht die schnellste Leitung, tausendmal erzählt, will auch keiner mehr wissen, interessiert kann. Aber so ist es nun mal. Ich bin gespannt, vielleicht spiele ich bald ja auch mit Chris, bin da jetzt einfach mal im Multiplayer, weil er wollte sich das Spiel vielleicht auch holen und das wäre natürlich eigentlich noch mega geil, wie jetzt eben beim Floß, könnte mich der Kollege dann einfach rausziehen und dann könnte ich mein Fahrzeug wieder reparieren und dann wäre das alles hier nicht so hochkompliziert oder ich würde das Fahrzeug einfach zurücksetzen, was mit dem Netz so blöd ist. Ich bin mal gespannt, ob wir noch innerhalb dieses Jahres die 50 oder die 100 Abonnenten knacken. Im Moment geht es ja ganz gut mit unserem Kanal auf jetzt. Jetzt, im Moment, sind es 14 Abonnenten. Aber Tendenz steigern, sage ich mal. Ist nicht schlecht. Freut mich auf jeden Fall. Danke dafür. Und ich bin gespannt. Es wird bei 50 Abonnenten schon mal ein Special geben. Es wird bei 100 Abonnenten ein Special geben. Könnt ihr euch drauf freuen. Und wir haben es geschafft, wir sind in der Werkstatt angekommen. Und damit würde ich sagen, war es das auch für diesen Teil. Let's Play Spin Tires Part 2. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, drückt einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.